Das ist das Q&A zum Impfen, das wir euch versprochen haben. Und gerne gehen wir jetzt auf eure Fragen ein, die ihr extrem zahlreich gestellt habt. Merci vielmals für die Rückmeldungen und merci für die Diskussion, für die aktive und angeregte Diskussion. Wir haben ein paar Fragen müssen, oder Bemerkungen müssen löschen, die gegen unsere Netiquette verstoßen haben. Aber die Mehrheit haben wir publiziert. Cool hat es so funktioniert. Gut, jetzt zu euren Fragen. Es ist keine Impfung, sagt Sonja. Wieso wird immer von einer Impfung geredet, dass sie Gentherapie, sagt Sonja. Da kann ich vielleicht kurz nur sagen, Sonja. Also, es ist ein genbasierter Impfstoff und der soll laut dem Wissensstand heute, laut den Informationen beim Bundesamt für Gesundheit, die man auf der Internetseite kann nachlesen kann, der gelangt nicht in die Zellkern, der kann also das menschliche Erbgut nicht verändern. Das zu dieser Info, respektive zu dieser Feststellung von dir. Nachher, im Video hat man einen Impfstofftransport gesehen in einem Camping-Kühlkompressor, schreibt der Arben. Was soll das? Hochprofessionell, wie das da in der Schweiz zu und her geht. Da kann man vielleicht sagen, ja, wir haben es ja gehört, im Film minus 4 Grad sagt der Arzt, super, sag so, müssen wir den Impfstoff kühlen. Das ist der Impfstoff, der bei über minus 70 Grad ursprünglich hat müssen transportiert werden und auch noch während ein paar Tage bei minus 4 Grad Kühlung ausreichend ist oder wo das reicht. Ja, ich würde sagen, das ist die Schweiz. Da reicht eben so eine Campingkiste zum Kühlen. Die Kühlkette muss eingehalten werden. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Die Person, die das geschrieben hat, hat gesagt, eben, sie hätte es gut gefunden, aber eben, vielleicht noch etwas spannender, wenn es noch Junge hätte dabei gehabt. Wir hätten uns das auch gewünscht, dass es das noch mehr hätte und haben es auch probiert einzubauen mit den Umfragen, die wir gemacht haben. Tatsächlich ist es aber so, dass im Moment ältere Menschen, vulnerable Personen geimpft werden und insofern Junge wirklich noch weit, weit weg sind von diesem Impfstoff. Und darum wäre es wie immer so ein kleines Reden über «Würdest du denn, wenn...» bleiben. Was wir gesucht haben, ist eine junge Person, die zum Beispiel mit ihren Grosseltern die Diskussion führt, gehst du impfen oder nicht. Und da haben aber schlussendlich alle Personen, die wir angefragt haben, abgesagt, so ein innerfamiliäres Gespräch zum Impfen zu führen. Also wir haben uns bemüht, wir hätten auch gerne noch mehr Junge gehabt. Jetzt für diesen Film hat es nicht gelangt. Also, nachher hat jemand gefragt, logisch ist der Arzt für die Impfung, warum fragst du den überhaupt das? Es ist ja auch nicht ein Autoverkäufer, der geht fragen, ob er Autofahren gut findet. Da kann ich mich ehrlich gesagt nicht besinnen, dass ich den Arzt gefragt habe, ob er für oder gegen das Impfen sei, sondern viel eher halt schlussendlich ihre Argumentation, die er irgendwann hat vorgebracht hat, warum er den Impfstoff als gut und sicher einstuft, ist er vermutlich auf die Antwort kommen, aber explizit gefragt hätte ich ihn das nicht, weil tatsächlich wäre es relativ absurd, einen Impfarzt so etwas zu fragen. Gut, noch etwas zum Arzt. Da schreibt die Person unter dem Namen Hold On, dass der Dr. Super sagt so Lüge. Und zwar hat er fadenscheinig geantwortet auf die Frage, warum er bezüglich der Nebenwirkungen die ältere Person so nicht hätte aufgeklärt. Da muss man vielleicht etwas sagen zum Hintergrund von diesem Film. Ich würde also nicht so weit gehen, dass der Arzt Super sagt, so lügt, überhaupt nicht, sondern wir haben uns angemeldet bei der Gesundheitsdirektion des Kantons Bern und haben gefragt, ob wir filmen könnten. Und an diesem Morgen war das Team nachher vor Ort, wo wir angetroffen haben. Wir haben vorher nie miteinander geredet. Der Herr Super sagt, so hat auch nicht so genau gewusst, was auf ihn zukommt. Er hat gewusst, dass wir da werden filmen. Aber inwiefern wir werden Fragen stellen, was für Fragen wir werden stellen, hat er nicht wissen und hat auch im Nachhinein überhaupt nicht gesagt. Also er hat nicht gesagt, hey, der hat mich im Fall überrumpelt, der hat mir Zeug gefragt, wo ich so nicht darauf vorbereitet war. Das hat er alles nicht gemacht. Er hat im Gegenteil sehr geduldig und völlig unkomplizierte Fragen beantwortet. Und insofern würde ich eher sagen, er war sehr ehrlich in seinen Aussagen und sehr authentisch. Das wäre meine Antwort auf die Feststellung von dieser Person. Hold on. Gut, nachher zur Moderation hat es noch ein paar Fragen gegeben. Der Markus fragt zum Beispiel, respektive stellt fest, er hat einen guten Film gefunden, aber er sagt der Meinung, die Moderatorin, ich, habe meine Meinung ein bisschen
zu sehr in den Vordergrund gestellt, also ich sei meinungsbildend gewesen. Ich nehme das so zur Kenntnis, Markus. Die Idee wäre es auf keinen Fall gewesen, dass das so überkommt. Ich wollte möglichst wertneutral Fragen respektive die Fragen aufnehmen und an die Gegenseite stellen, die die einen nachher haben könnten. Und insofern wie eher so ein Transportmittel sein für die Meinungen und die Aussagen von der anderen Seite. Und sicher nicht, dass ich als Person da hat so im Vordergrund stehen. Also insofern, wenn das bei dir so ist angekommen, die Absicht war es dich. Gut, nachher noch zur Unabhängigkeit und Neutralität. Da schreibt Andrea, bei diesen Umfragen, die wir zusammengeschnitten haben, wir sind sicher nicht unabhängig, weil wir haben die Aussage, oder eine von es ist eine grössere Macht, die das alles zusammenhält, haben wir nachher hinten dran geschnitten. Spinner gäbe es überall. Also wer da nicht checkt, dass wir nicht unabhängig sind. Da kann ich vielleicht sagen, Andrea, selbstverständlich haben wir das zusammengeschnitten, ja. Und zwar in dem Sinn, dass das eine Art wie bei den Umfragen immer darum geht, dass du probierst, eine Sinneinheit zu machen, wie das so als Dialog hätte können stattfinden. Und insofern macht es sehr wohl Sinn, dass die Person hinten das nachher so sagt. Ja, es hätte jetzt jemand können sagen, ist genau richtig, was der sagt. Haben wir so nicht gehabt, wir haben das hergeschnitten. Und ehrlich gesagt ist es dann nachher an jedem selber und an jeder selber zu entscheiden, welcher Meinung er oder sie jetzt möchte beipflichten. Also insofern ist es einfach ein sinnhafter Dialog gewesen, den wir hier zusammengesetzt haben. Aber wertend war auch da nicht die Idee gewesen. Nachher ist noch die Frage vom Fluxol, warum diese Impfvorteile jetzt diskutiert werden, weil ja die Impfpflicht nur eine Verschwörungstheorie war. Da würde ich zurückfragen, wer sagt, dass das nur eine Verschwörungstheorie war, seit die Impfung im Raum steht und seit sie gibt, die Covid-19-Impfungen, geht es rund um das Thema, dass es vielleicht am einen oder anderen Ort Pflicht wird geben, Obligatorien wird geben, auch wenn es zurzeit laut Epidemiegesetz kein Obligatorium gibt. Das heisst, der Bundesrat und die Kantone haben das so nicht in Kraft gesetzt. Das ist im Moment der Stand, aber dass das vielleicht eventuell könnte ändern, dass Pflichten können eingeführt werden auf privater Basis, das ist jetzt meines Wissens, seit die Impfung gibt, ein Thema. Gut, nachher noch zum Technischen, vielleicht zum Schluss. Hat es noch zwei, drei Fragen. Eine technische Frage ist, warum wir bei Minute 22 Stimme doppelt nachgeredet haben. Also wir haben die Stimme nicht doppelt nachgeredet, sondern wir haben die Stimme von der Person, die anonym bleiben wollte, wie als Basis lassen und leicht verfremdet und nachher darüber geredet durch eine Sprecherin. Das ist mega anstrengend zum Zuhören, schreibt jetzt Asteroth. Ja, kann ich verstehen und danke für den Hinweis. Wir haben das Gefühl gehabt, es gäbe ein bisschen Authentizität, wenn wir die Stimme drunter lassen. Aber vielleicht war es zu verwirrend gewesen. Nachher noch zum Technischen fragt der Mohammed vor, warum das so abartig schlecht gefilmt war oder ob das Kunst sein soll. Da kann ich sagen, weder noch. Erstens finde ich nicht, es war abartig schlecht gefilmt, aber das ist vielleicht Geschmackssache. Und Kunst soll es auch nicht sein. Es ist eine Reportage, die wir uns da zum Ziel gesetzt haben, zu machen. Das heisst, du filmst, was kommt. Und du schaust nicht zuerst mal, ob das Bild perfekt ist. Und dort passiert es selbstverständlich, je nachdem, dass vielleicht Bilder reinrutschen, die vielleicht in deinen Augen oder in gewissen Augen nicht so toll sind, aber inhaltlich das Ganze vorantreiben. Also insofern ist das wirklich ein Teil von dem Ganzen. Aber ja, man kann da, das so gesehen haben und es gibt sicher Sachen, die man vielleicht ein anderes Mal noch optimieren könnte. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt da eine besondere Kunst oder es besonders schlecht machen wollen. Das war es von diesem Q&A zum Thema Impfen. Merci für das Zuhören und Zuschauen. Aktueller Film zum Thema Pandemie haben wir für euch verlinkt auf dieser Seite. Und zwar heisst er «Auf den Spuren von Covid-19», ein 90-minütiger Doc-Film, den wir da für euch bereitgestellt haben. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr überhaupt über aktuelle Doc-Filme informiert seid.